Schüsse, Detonationen, fliehende Opfer und das alles live. Bundeswehralltag in Afghanistan. Solche und andere Dokumentationen lassen die 12 Jurymitglieder derzeit über sich ergehen. Täglich 10 Stunden lang, 5 Tage die Woche. Andreas Stoffers gehört seit 2 Jahren der Jury an. Ich war damals Schüler vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mahlen und habe im Rahmen dessen dann ein Jahr mal mitgemacht und bin dann dabei geblieben. Und für mein Studium habe ich dann mal eine Pause gemacht und bin jetzt seit 2 Jahren wieder dabei. Maler Bürger wurden an den Sichtungen beteiligt und es ergab sich einfach, dass eben das Bert Donnepp als Leiter der Volkshochschule diesen Gedanken aufgegriffen hat und eine medienkritische Gruppe gebildet hat hier bei der Insel. Und daraus ist dann diese sogenannte Marlergruppe entstanden. Oma und Bella, ein Film über 2 jüdische Frauen in Berlin, ist als nächster dran. Die Jurymitglieder kommen aus allen Berufen und Altersgruppen. Die Sichtung von Dokumentationen mit Gewaltszenen berühren auch hartgesottene Filmkritiker. Das berührt einen tatsächlich, vor allem wenn man so eine Sache direkt morgens als erstes guckt und dann hat man erstmal den Kaffee auf und dann wird kurz diskutiert für eine Viertelstunde und danach geht es direkt weiter mit dem nächsten Beitrag. Und wenn er dann ähnlich harte Themen hat, dann ist das schon ein harter Einstieg für den Tag und dann wünscht man sich, dass schnell vorbei ist. Es ist eine ganz bunte Mischung an Menschen. Wir haben angefangen von der Erzieherin, Pädagogin, Zahntechniker, Altenpfleger, Büroangestellte, Rentner, Schüler, ein Physiker ist dabei. Haben wir eigentlich wirklich eine Querbeetmischung an Menschen hier in der Malergruppe vertreten? Seit 45 Jahren gibt es ihn, den Publikumspreis. Die Palette der preisgekrönten Filme in dieser Zeit ist lang. Vom Tatort über die Doku zur Bambusbahn in Kambodscha bis hin zum Film über den Mord an Hans-Martin Schleyer. Eine Sonderausstellung in der Marler Volkshochschule erinnert an alle Juryentscheidungen. Es wird einmal werden die letzten Preise gezeigt, der letzten 10 Jahre, hier in diesen großen Plakaten. Dann gibt es eine Reihe von Schnappschüssen, die jedes Jahr auch entstanden sind. Einmal von den Sichtungswochen selber, von der Gruppe, aber auch vom Bergfest oder auch von der Verleihung. Wer neben dem Grimme-Preis den begehrten Publikumspreis erhält, darüber hüllen sich alle Jurymitglieder derzeit noch in Stillschweigen. Spätestens am 4. April wird diese Frage bei der diesjährigen Grimme-Preisverleihung beantwortet werden.